Hallo zusammen, hier ist Raglan von brach.ch. Wir sind im wunderschönen Barcelona, weil momentan findet das MWC statt. Mobile World Congress. Das ist die grösste Messe in diesem Bereich. Es werden bis zu 130'000 Besucher erwartet. Wir gehen durch die Stände durch und versuchen herauszufinden, was die aktuellsten Themen bei den Herstellern sind. Kleiner Spoiler, 5G ist omnipräsent. For this Mi Mix 3 5G, this is actually our first 5G smartphone that we commercialized. We have an upgraded battery capacity, which, you know, ensures better autonomy. And apart from that, we also have like a front dual camera, AI camera. Das ist Mix 3 von Xiaomi, das neueste Handy, das 5G-fähig ist und für die breite Masse gedacht ist. Es wird in den nächsten paar Monaten rauskommen und es hat eine Front AI Dual Camera drin. Hier ist das neue Nokia 9 PureView mit 5 Kameras. Wieso 5 Kameras? Weil wir hier ein völlig neues, revolutionäres Kamerakonzept haben. Wir haben hier ein Array von Kameras, mit dem wir gleichzeitig 5 Bilder aufnehmen, womit wir eine hochgenaue Tiefenkarte erzeugen können zum Refokussieren, künstliche Hintergrundunschärfe nachträglich ins Bild einfügen können und wir können HDR-Bilder in jeder Bildsituation selbst bei bewegten Motiven generieren. Wir sind stolz, dass wir das S10 präsentieren hier am Mobile World Congress. Das neueste Gadget-Handy von Samsung. Wir haben ein neues Display. Was da sicher auffällt, ist das Infinity Notch Display. Hier oben hat ein kleines Loch, wo die Kamera integriert ist. Das heisst, das ganze Display steht eigentlich für den Inhalt zur Verfügung und es stört viel weniger, dadurch, dass die Kamera optimal integriert ist. Neben dem S10 hat Samsung natürlich auch noch das Galaxy Fold vorgestellt. Wie ist es möglich, dass man den Fold Note nicht sieht? Ja, den Fold Note sieht man nicht, weil das Display tatsächlich faltbar ist. Also es besteht nicht aus Glas, wie die herkömmlichen Display, sondern es besteht aus einem speziellen Material, das also tatsächlich faltbar ist. Wir haben Tests gemacht, wir haben es 200'000 Mal gefaltet und es geht also nicht kaputt. Samsung hat vorgelegt und Huawei zieht nachher. Hinter mir findet das Huawei Mate 10, das erste faltbare Handy von diesem Hersteller. Handy ist Tablet. Es ist 8 Zoll gross, wenn man es aufgeklappt hat, also es ist viel grösser als Samsung Galaxy Fold. Und es ist natürlich auch 5G-fähig. Leider kommen wir nicht näher dran, aber wir werden es sicher gleich mal unter die Lupe nehmen. Can you tell us about the HoloLens? What is new compared to the old one? Sure, we really tried to focus in 3 main areas. The first is around immersion. So with the field of view, with HoloLens 2, we've more than doubled that. And that's not just going wider, but that's also vertical. We have two-handed articulation where you can be touching, grabbing, even handing holograms to other people that have a HoloLens 2 on. Der Terence hat uns einiges erklärt zu neuen HoloLens 2. Es gibt einige Features, die verbessert sind worden oder gar neu sind. Holograms sind viel interaktiver. Man kann mit beiden Händen Holograms brauchen. Man kann sie verschieben, auftun oder man kann sie theoretisch sogar jemanden mit überschieben, der auch ein HoloLens 2 anhat. Und es sitzt viel besser. Das war es mit MWC 2019 hier in Barcelona. Wir haben ein paar sehr interessante Produkte gesehen, die demnächst auf den Markt kommen. Und der grösste Takeaway ist, 5G kommt. Aber wir müssen noch nicht genau wann. Und bis dann lehne ich mich noch ein bisschen zurück.